Moin Leute, oder Mahlzeit. Bin heute mal an der Altenberger Bobbahn. Ah, hier hab ich ja recht guten Platz. Für mich alleine. Jetzt dürfen wir erstmal an der Bobbahn runter und da gibt es dann noch an der Straße zwei Cash. Gucken wir mal. Hier wachsen sogar Radkappenbäume. Als Lehrling war ich mal hier in der Telefonzentrale, aber hab nur mal mitgeguckt hier. Da hatte mein Facharbeiter, mit dem ich da zusammen war, was organisatorisch irgendwie zu tun gehabt. Gebaut habe ich ja nichts. So, kommen wir zum Osten des Tages. Kindheitserinnerungen nennt er sich. Wow, nachdem wir seit Mai diesen Jahres begeisterte Kescher sind, haben wir uns nun mal an unseren ersten eigenen Versteck versucht. Mit Hirschsprung verbinde ich viele schöne Kindheitserinnerungen. Meine Familie hat dort ein kleines Ferienhaus und jedes Mal, wenn wir ein paar entspannte Tage dort verbracht haben, liefen wir an dem beim Cache befindlichen Wanderweg in Richtung Bobbahn. Und jedes Mal musste ich an einer kleinen Quelle Halt machen, um einen Schluck Wasser zu trinken. Das gehörte dazu und war wie eine Art Ritual. Da wir nun mit unserem Kleinen auch gerne mal hier sind, um zu wandern bzw. zu cachen, waren wir geschockt, als wir gesehen haben, dass es hier in unserem hübschen Hirschsprung keinen Tradi gibt. Das wollen wir nun ändern. Falls ihr also auch mal in der Nähe seid und ein wenig wandern geht, zum Beispiel in Richtung Bobbahn, lauft doch mal zu der Quelle an. Der jetzt kommt, heißt die Würfelzuckerfichte. Warum auch immer. Ach, daher, das soll Stück Würfelzucker bedeuten. Müssen bloß einen Überweg finden hier. Nach der Absolvierung der Tolkiensrunde, also ein Log-Eintrag von Cache-Würmer. Nach Absolvierung der Tolkiens-Runde ging ich mit Numanoid, das ist auch so ein Extrem-Cacher, nach, wie nennt das sich, Bergfex und Jana, Wattwurm Jana, ist das einer von denen, der die meisten hat. Ich hatte mal ausgerechnet, jeden Tag mindestens 10-20 Cash geholt haben müssen, seit es Geocaching gibt.
ein paar unbespielte Caches zu besuchen. Dieser Draddy stand auch mit auf dem Programm und wir durften das Büchlein signieren. Der Ort hat uns gefallen und daher bekommt das Döschen auch ein Schleifchen. Ziemlich interessant, wie das sich hier um den Stein gewurstelt hat. Hinweis rechts. Aber von wo muss ich gucken, um zu sagen, hier ist rechts. Die Größe ist mit kleinen angegeben, was ja eigentlich doch schon eine recht große Dose ist. Also so Kaffee, große Dose Kaffeebüchse. Ach hier, ich hab das. Den Hund hier habe ich im Krankenhaus abgegabelt. Wie gesagt, kurze Zeit später. Jetzt nehme ich von Beten Abschied und lasse ihn hier drinnen liegen. Gucken wir mal, ob man durch die Bobbahn gehen kann. Vielleicht kriegt man dort sogar noch was bleiben. Ohne Maske, die im Auto liegt natürlich. Weil ich aufgrund der Außentemperaturen heute im Auto gefrühstückt und Kaffee gekocht habe, habe ich festgestellt, dass mein Toastaufsatz von Kocher sich auch hervorragend als Heizung eignet. Und dass man so die Batterie vom Auto noch kann, damit ich auch früh die Heizung nochmal nehmen kann. Weil die original eingebaute Zusatzheizung, die ich habe, läuft da über die Fahrzeugbatterie und schaltet dann auch ab einer gewissen Spannung. Also, dass man sozusagen immer noch starten kann, bevor man die Batterie mit der Heizung runternüttelt. Das ist aber das Problem, dass ich jetzt hier beim Camping die Heizung nur ungefähr 2 bis 3 Stunden kann laufen lassen. Wenn ich jetzt allerdings abends meinen Kocher nehme, kann ich die Batterie schonen und habe früher noch genug Saft, um zum Aufstehen heizen zu können. Also heute früh ging sie auch noch an. Ich habe nie ganz so lange laufen lassen gestern. Geht ja noch mit den Temperaturen. Da konnte ich heute früh meine Heizung einschalten, das ging, aber gibt ja kältere Nächte und wenn ich dann abends doch noch eine Weile da sitze, gestern Abend auch mal Video geschnitten, also bin auch nicht gleich ins Bett. Thank you.
wir sind bald wieder an der Flugbahn. Man hört schon die Durchsagen. Das scheint wohl hier als Hubschrauberlandplatz gedacht zu sein. Falls hier Rettungseinsatz gibt. Ach, hier steht ja auch. Argentinien und der Füllgruppe ist beendet. Die Bahn ist gesperrt. Schade, haben wir euch verpasst. Ich dachte, ich kann noch einen sehen hier. Die hätten sich die Spritkosten sparen können. Wären sie mit mir mitgefahren. Sieht man hier ein Live-Bild. Ja, das hat man vorhin gesehen. Aber mich sehe ich nicht. Ich bin zu weit unten. Und die Sonne blendet, ich sehe sie sowieso nicht. Ist ja Gästebob fahren. Da kann jeder mitfahren, wenn er will. Oder selber fahren. Ich weiß nicht, wie das hier lang läuft. Aber 85 Euro sind mir persönlich zu happig dafür. Aber kann man ja mal gucken, ob es Verrückte gibt, die das machen. Hier muss es mal ganz schön viel dran gegeben haben hier um die Brücke. Neben sonst sind wir da alle. Bernfels, Bernburg, Oberbernburg, Bernsprung, ach nee, das war Hirschsprung. Und hier ist der Knobär. 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 Der Turm wurde 2004 gebaut, ist 14 Meter hoch und bietet einen Fernblick vom Dresdner und Pilsner Elbtal bis in die sächsisch-böhmische Schweiz und bei besonders guter Sicht sogar bis zu den bekannten böhmischen Bergen. Rathausturm Dresden, Borilisch, Fernsehturm, Finkenfang bei Massen. Mit Schüler Kaufmann, Oberheim und Österreich.
nach einer Änderung, Ergänzung, die das so produziert, dann wird es ein Spur um 10 bis 44 Cent.